Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Grüß euch. Ja, irgend so ein Ei hat uns schon wieder einiges zerkloppt. Und ich sehe da vorne schon, schau. Da unten liegt was drin. Ja. Jo. Jo. Ist okay. Ja, Tibra und ich haben jetzt in der Nacht ein bisschen drüber geplaudert, wie wir bis Tag 35 weiter tun und haben uns dazu entschlossen, dass wir mit euch weiterhin Loot-Touren machen werden. Ja, ich nehme noch die Zombies da aus. Oh, ja. Der hat aber ein bisschen was zu essen. Vor dem Hordentag einen Zeitraffer geben. Ja. Wo ihr seht, wie wir da weiterbauen. Bauliche Maßnahmen. So werden wir aber eine Funktion des Servers nutzen, wo wir die Zeit retour drehen können. Also da wird irgendwie so Tag 1 oder so sein in dem Zeitraffer. Mhm. Weil dann haben wir jetzt die Tage zur Verfügung, um mit euch da die Loot-Tour machen zu können. Ich werde dann nochmal kurz reinhuschen. Okay. Ich werde das hier kurz reparieren. Ich habe kein Holz mit. Ah, da krabbelt noch einer. Da ist herin, oder? Ist der herin? Sehe ich das richtig? Ja. Wo sind da reinkommen? Weiß ich nicht. Kannst du dich um ihn kümmern? Ja, wenn ich. Vorbeigekommen, ohne dass ich in die Spikes lande. Hm. Ist da wo ein Loch? Nein. Ich höre da. Da ist ein Hund auch. Ein Zaun. Oh, super. Na, den brauche ich. Na, hallo? Also die Stahlspitzenpfeile zahlen sie wirklich aus. Okay, na, ich werde die nächsten Federn gleich danach fahren. Okay. Schauen wir mal, ob ich den erreiche. Ich werde aber für den Hordentag noch einiges an Licht aufstellen. So, ich laufe nochmal rein. Jupp. So, rauf, 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 rauf. Hier drüben war, glaube ich, nichts. Auf der anderen Seite. So, und da rein mit dem Zeug. Ja, was da alles liegt, sehr praktisch. Eine Schatzkarte habe ich auch bekommen. Und unbedingt das verrottete Fleisch wieder mitnehmen. Ich will noch mehr Dünger machen. Ich will nämlich einen Dachgarten. Ja. Ja? Mhm. Nein. Mhm. Ach, da drüben ist ein Hund. Ey, was ist? Ist heute Hundetag? Nein. Ja, kann sein. Keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist ja nicht mehr so, dass er automatisch immer ist dazwischen, sondern das es wechselt ist, sich ist ab. Nur so, dass wir automatisch immer Hunde haben. Nein, wir haben letztens die Horde, die normale Wanderhorde gehabt. Ach, stimmt, die vor dem Tag 28 eben ist. Aber genau da drüben, schau. Steht ein Hündchen. Ja, egal, wir gehen nicht dort vorne raus. Okay. So, was machen wir jetzt? Die Nordroute oder noch ja, einmal da retour? Noch mal da retour, ich will nämlich wissen, was in der Lootbox ist. Da ist noch ein Hund. Oh. Das wären so aber wirklich viel. Ja. Ich glaube, wir haben Hundetag. Und noch einer.
Wir haben... Ihr werdet langsam lästig. Die vertragen ganz schön. Ah, da drüben ist noch eine. Das war ein Schweinchen. Ah ja. Ja, okay, wenn wir dann, wenn wir nochmal da retour gehen, dann kann ich die Luftpost. Ja, ich komme schon. Ich werde aber. Sie ist die Painkillers. Nein, das ist mein Jagdmesser. Ja. Oh. Dann machen sie wieder so. Knochenmesser. Ja. Yes! So. Ja. Hm? Mit den Painkillers sollte ich mehr Ausdauer haben, gell? Jupp. Yep. Also wenn es unten ist, einfach, oder kurz bevor es runter geht, so Killers einwerfen. Schauen wir mal. Gut. Oder dann, Bier. Ja, das da habe ich jetzt nicht da. Und Kaffee geht auch. Ah, ja, den könnten wir mal machen. Aber ich glaube, bei allen dreien geht es auf Kosten des Durstes, also man muss dafür mehr trinken. Mhm. Gut, dann werde ich mal wieder die Route zurück. Ich schmeiß da in diesen Müllsack das Fleisch rein. Na, wir haben eher Kiste dort stehen, oder? Wo? Da vorne. Da ist eine Kiste da drüben. Das ist die im Süden da. Ja, auf der Südstraße. Muss ich mir näher ranstellen. So, dann rein da. Wertvoll, sie ist ja nicht drin. So. Ich. Ah, da sind ein paar empty. Da unten. Sehr schön. Viele Herausforderungen, so Quests schon. Ja. Und Schatzkarten. Da wäre aber cool, wenn man mit einem. Mit einem Moped quasi unterwegs sind, mit einem Bike. Mhm. So. Ja, ist gut. Puh, schreck mich. Oh, der Hirsch. Auch cool, rechts. Ein paar Federn habe ich schon gefunden.
Da kann ich ja dann bald Pfeilspitzen verarbeiten. Brücke. Wo bist du denn? Ja, ein bisschen unterhalb von der Brücke komme ich gerade rüber. Ja, ich glaube, bin schon wieder an einem Griecher vorbei. So, ich bin auf der Straße beim Supermarkt. Ja, bin ich auch gerade. Und sie schnauft schon wieder. Ja, dann probieren wir das Häschen. Ja, ein bisschen was hat's gebracht. Hirsch von rechts. Ja, den lassen wir mal leben. Wir sind im Moment eh gut bedient mit Fleisch. Ja, Nahrung und Wasser ist überhaupt kein Thema mehr. Und das haben wir bei der Staffel von Beginn an relativ gut in den Griff gekriegt. Am Anfang war es ein bisschen schwieriger, dann war es schon okay. So. Gut. Na, da haben wir ja nicht mehr weit. Da war, glaube ich, auch irgendwo ein Bier, wenn wir zurücklaufen, ne? Naja, das war da oben. Okay. Aber den habe ich nicht gesehen, ich habe weggeschaut. Der war nicht mehr da. Passt auch. Okay. Was denn? Komisches Geräusch. Gut. Diese komischen Erhebungen da im Asphalt. Ah, Leiche. Schon wieder was und Kaffeebohnen. Okay. Links von dir gewesen. Was ist das da? So, wo war der Bär? Müssen wir aufpassen. Ja, das ist. Normalerweise war er immer drüben, aber ich kenne natürlich nicht das Gebiet, wo er abläuft. Links vor. Ah, nein, das ist eine Sau. Sorry. Ja. Ja, besser. Ich habe zu viel gesehen, als mit dem Bär. Direkt in die Arme laufen, ne? Ich sehe ihn jetzt wieder nicht. Okay. Keine Ahnung. Entweder ist er wieder da drinnen in der Senke da unten. Ja, dann laufen wir doch mal schnell weiter. So, ich werde mich gleich auf den Weg machen zur Luftpost, ne? Ja, und du kannst da. Ja, ich werde hier weiter lupen. Genau. Soll ich das Schweinchen da vorne machen? Willst du das Fleisch haben? Nein. Lass. Jetzt könntest du das ja da reingeben ins Auto oder lass so. Lass in der Zwischenzeit. Stimmt, okay. Ja. Also schon. Es läuft ja weg. Das schlägt hocken wie heraus. So. Ja,
Was denn? Na, es läuft noch. Gibt's das? Schon dreimal. Aber jetzt. Ich werde das weiße Auto vom Retourweg hier nutzen und einiges. Was? Dann schmeiße ich es dort da rein. Vielleicht das weiße erste Auto, ja. So, dann schauen wir gleich, weil ich habe da nämlich noch zwei Schwänchen gesehen. Die das auch nicht verfolgt hat. Da habe ich mal alles rein. Ah, da ist es. Okay. Es hört sich an, als seist du unter Wasser. Mhm. Ich werde mal rundherum alles ausräumen. Und niederknüppeln. So, ich verfolge noch die dritte. Die dritte Sau? Nein, bleib stehen, Schweinchen. Warum bist du genauso schnell im Wasser wie ich? Lauf, lauf, lauf. Warum läuft er nicht? So. Aber jetzt. So. Die dritte. Gut. So, da vorne ist noch ein Sack. Ich komme retour. Ja, ja. Ah, da ist eine Brücke. Mhm. Na gut, da können wir aber da. Hopp. Hoppla, falsche Taste. Ich höre da ständig irgendwo Zombies. Oder irre ich mich? Ah, ein Vogelnest. Was ist eigentlich das da? Ist das Lied? Ja. Alles wird eingepackt, man kann es brauchen. Oh, geil! Was denn? Hinter dem Gebäude, was wir schon gelootet haben, sind Riesenfelder angelegt. Also Riesen, oh, geil! Aber was ist denn das? Heidelbeersträucher. Ja, cool! Dann werde ich mich mal bedienen, würde ich sagen, ne? Ja. Bitte abernten. Ja. So, ich schmeiß mein Fleisch und das alles in das weiße Auto. Mhm. Und dann Richtung Luftpost. Ja, mach nur. Ich bediene mich hier im Heidelbeerfeld, werde mich Budo Wampert futtern. So war das nicht gedacht. Nicht? Nein. Okay. Aber es ist okay. Ich werde gleich versuchen, wieder anzupflanzen. Nein, die nehmen wir mit. Die pflanzen wir bei uns an. Ja, stimmt. Hast ja recht. Was ist das Gedüngte? Das schaut aus wie gedüngte Erde. Wobei hier... Die kann man aber nicht rausnehmen, oder? Hast du eine Schaufel? Ich hätte eine mit. Ja, ich habe auch eine Schaufel. Ja, probier's mal. Ist der Zombie bei dir? Aber gut, da kriegst du wahrscheinlich keinen Dünger. Ja, das war bei mir. Okay. Irgendwo hat einer gegrunzt. Was ist das? Crack a Book. Oh, ein Buchladen. Oh, soll ich kommen? Noch die Heidelbeersträucher, wenn du Richtung Westen weiterläufst. Nach einem kurzen Stück kommt er. Aber jede Menge Zombies. Jede okay. Menge. Also, das wäre Aufgabe, ne? Mach in Ruhe das da drüben, den machen wir am Nachmittag in der nächsten Folge. Und mach jetzt da mal die Luftpost. Mhm.
Was ist denn das da vor mir? Schön, Heidelbeeren. Was ist das, bitte? Was ist das? Okay. Das scheint momentan hier sehr ruhig zu sein. Da kommen noch mehr Gebäude. Schaut ja sehr interessant aus da. Wahrscheinlich jede Menge Zombies. Ich glaube, ich gleich einen Rudel Zombie-Hunde in die Arme. Cool. Das sind so Backsteingebäude. Okay. Ja, aber da bei dir ständig Zombies, oder? Ja, natürlich. Ich komm da in der Nähe von diesen Häusern. Ja, ist das, der ist gleich da vom Dach runter. Gut, gut. Ich lauf weiter. Okay, die Luftpost dürfte nicht mehr weit weg sein. Da ist sie. Okay. Ah, da ist ein Stamm. So, hab alles mit. Ja. War was Tolles drin oder gerade? Ich hab noch nicht geschaut, weil okay. Ich hab schon wieder einen Zombie am Arg liegen. An der Backe. Gut. Aha. Den Stamm habe ich auch. Bin ja wie immer neugierig und kann es nicht lassen. Blutet. Jetzt würde ich wirklich gerne wissen, was das da für Gebäude sind. Open. Das hat sogar ein Schild. Das ist offen. Oh. Da haben alle Schilder das offen. Okay. Bist du noch etwas weiter weg? Mhm. So, ich laufe wieder retour. Ja, bitteschön. Was ich jetzt schon. Warte mal, ich schau mal, wie viele Blueberries habe ich? 72. Wow. Sehr cool. Schon, gell? Ja, kriegen wir ein tolles Heidelbeerfeld. Ja, genau. Brauchen wir nur genug Mais. Ja, an dem arbeite ich schon. Wassergläser können wir ja schon. Okay, also den Buchladen müssen wir am Nachmittag unbedingt mitnehmen. Gut. Ja, ich glaube, deine Folge ist vorbei. Ja, die ist vorbei. Also, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr sehen wollt, wie wir in den Buchladen eintricksen, dann schaltet wieder ein bei 7 Days to Die. Anduin und Tibra. Ciao. Tschüss.